vom Winde verweht. Das trifft wohl am besten auf die Hochzeit von Prinzessin Eugenie von York zu. Trotz strahlendem Sonnenschein in Windsor fliegen bei den Gästen vor der St. George's Chapel reihenweise die Hüte. Und auch der ein oder andere Rock wird bei der Ankunft vor der Kirche hochgeweht. Davon bleiben die royalen Damen vorerst verschont. Herzogin Kate verschwindet an der Seite von Prinz William schnell im Schloss und auch Herzogin Meghan hat sich in einen dicken Wollmantel gehüllt, um sicher zu gehen. Doch nach dem Auszug des Brautpaares passiert es dann doch. Herzogin Kate wartet gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Königsfamilie auf ihren Wagen. Da kommt eine Windböe und weht den Rock ihres rosafarbenen Kleides nach oben. Kate bemerkt das gerade noch rechtzeitig und kann dank eines beherzten Griffes Schlimmeres vermeiden. In diesem Augenblick können wir ganz unverhofft einen Blick auf die ellenlange Beine der hübschen Brünetten werfen, die perfekt durchtrainiert und schlank wie eh und je sind. Ein echter Marilyn Monroe-Moment, den die Herzogin da unfreiwillig erlebt. Doch gelernt ist gelernt, von diesem kleinen Zwischenfall lässt sich die 36-Jährige selbstverständlich nicht aus der Ruhe bringen, sondern lächelt ihn einfach weg. Kate ist eben ein echter royaler Profi.